Okay. Hallo, jetzt ist es tatsächlich passiert. Wir haben einen Überfall. Ja, wir fangen gleich in Medias Res an. Ich habe in der Zwischenzeit hier angefangen, eine hydroponische Farm, also erstmal ein Gebäude zu bauen. Das hier ist eine Sonnenlichtlampe, die wird das beleuchten, sobald es überdacht ist. Und hier kommen dann hydroponische Wannen rein. Und da das vermutlich unseren Strombedarf erhöhen wird, habe ich hier noch ein paar Solarzellen hingebaut. Aber jetzt sind hier Leute von Ostorkolior, zum Beispiel hier Fabian, ein Tierarzt, oder Owl, ein Häftling, oder Jonah, ein Berater, oder hier Jem, ein Lehrer, die uns angreifen möchten. Kommen aus dieser Richtung. Das heißt, hier könnten wir uns verschanzen, wenn es denn losgeht. Aber erstmal werden die hier noch eine Weile rumdümpeln. Jawohl. So. Oder greifen die gleich an? Ja, die haben unseren unglaublichen Reichtum entdeckt und wollen uns jetzt den Flachbildschirm kaufen, klauen. Ich weiß nicht, was sie da vorbereiten, aber es sieht nicht so besonders toll aus. Womit sind die Leute bewaffnet? Also der hat einen Dolch, Revolver, Molotow-Cocktails, Pistole, noch ein Dolch, Repetiergewehr, Revolver und noch ein Repetiergewehr. Okay, das ist jetzt gar nicht so schlecht. Ich meine, wir haben Carsten, hat das MG hier. Kann schon mal sich hier hinter den Sandsäcken verschanzen. Dann Kerstin hat mittlerweile auch Psi-Fähigkeiten. Carsten auch, ja. Okay. Dann, ich habe meinen Revolver. Ich stelle mich mal hier hin. Ich bin Zivildienstleistender. Markus hat einen riesigen Nahkampfhammer. Darum geht er mal näher ran. Bench. So, und dann haben wir hier noch zwei mit langen Bögen. Oder mit Kurzbögen sogar, ne? Kurzbögen. So. Ja, und für Cross habe ich leider keine Waffe. Ich meine, hier liegt noch so ein Nahkampfhammer rum, aber der ist, glaube ich, nur für Leute mit Adelstiteln. Darum können sie den nicht benutzen. Ja. Und Carsten geht schon ganz gut um mit dem MG. Insofern lassen wir das mal. Okay, die gehen jetzt in Stellung. Und dann hoffen wir, dass gleich der Angriff stattfindet. Warme Kleidung benötigt, ja, super. Ah, Außenweltler der Fraktion Ostorkolior starten ihren Angriff. Okay, dann mal sehen, wie das läuft. Es ist jetzt nicht so ganz, es wäre natürlich besser, wenn wir jetzt hier ausgerichtet wären. Weil jetzt kommen die hier rein und können uns quasi von der Flanke angreifen. Ja, Carsten trifft nichts. Yes, jetzt hat er jemanden getroffen. Okay. Du machst mal eine Blendungswelle. Okay, der ist tot, der Tierarzt. Schade eigentlich. Tierarzt ist ein nützlicher Beruf.
Versuche Carsten einzusperren. Nein, nein, nein. Was du immer für Ideen hast, Markus. So, Markus schleicht sich jetzt mal hier um die Ecke und wird dann eine Schwindelwelle bei denen machen. So. Können wir noch mal eine Blendungswelle machen? Damit die schlechter schießen können. Oh! Noch einer tot. Meine Güte. Das war kein besonders guter Überfall von euch, Jungs. Oh, meine Fresse. Die sterben hier wie die Fliegen. Aber greifen weiter an. Feuer? Feuer? Wo ist ein Feuer? Ah, hier unten ist einer. Der zündet uns der zündet uns hier das Dings an. Shit, was machen wir da? Ihr geht mal runter und löscht das. Nachdem ihr den Typen hier... Was ist hier oben los? Blendungswelle. So, du gehst mal mit da runter. Ja, die fliehen sehr gut. Die sollen mal hier das Feuer löschen. Ihr auch. Kann nie ein Reiniger sein. Soll es ja auch nicht reinigen. Ja. So, und jetzt müssen wir die auch wieder freigeben. Das war also der Angriff. Ein gutes hat das. Hier liegen so Waffen rum, die wir jetzt benutzen können. Zum Beispiel können wir jetzt mal hier den Revolver nehmen und auch die beiden, die hier nur Bögen haben, können einen kriegen. Ich glaube, Nuno will keine Waffe. Ne, kann Messer aus Stahl nicht ausrüsten. Nuno ist unfähig, Gewalt anzuwenden. Tja, schade. Einfache Mahlzeit ist im Lager verdorben. Warum das denn? Ist minus 9 Grad. Minus 3 Grad. Warum ist hier was verdorben? Verstehe ich nicht. Ah ja, sehr gut. Das ist alles wieder gelöscht, aber man könnte hier mal reparieren. So, jetzt können wir natürlich die Sachen hier nicht liegen lassen, weil die sind wertvoll. Und die Leute können wir auch nicht liegen lassen, sondern müssen die begraben. Was man noch machen könnte, ist denen die Sachen ausziehen. Aber auch wenn die eigene Kleidung noch so schlecht ist, niemand will Sachen tragen, wo jemand drin gestorben ist. So. So, wir haben noch Gräber hier, ne? Haben wir noch genug Gräber? Wir hatten irgendwo Gräber. 1, 2, 3, 4 haben wir. So. 1, 2, 3, ja, reicht gerade. 4. So, wer hat denn jetzt? Cross und Carsten haben Nervenzusammenbruch. Carsten, was ist los? Sehr hungrig, stärkere Schmerzen, Pessimist, gestörter Schlaf, schreckliches Krankenhaus. Okay. Und Cross
Raufbold Fernkampf. Ach, sie ist ein Raufbold. Das heißt, sie will überhaupt gar keinen Revolver. Sie ist, glaube ich, viel. Viel mehr. Wie sagt man? Viel zufriedener mit dem Hammer. Muss man mindestens den Titel einer Ritterin tragen, um die Waffe Kelsanis mit Zeus Hammer verlinkt, legal verwenden zu dürfen. Bist du sicher, dass du diesen Gegenstand ausrüsten willst? Nein, bin ich nicht. Okay, wenn das dann gleich wieder hier Ärger gibt, dann lassen wir das mal und dann kriegt sie stattdessen das Messer. So, haben wir jetzt noch irgendjemanden, der nicht modern ausgerüstet ist? Das ist ein guter Revolver. Was haben wir hier denn für Revolver? Normal, da ist der Gute besser. Dann nehme ich mir den Guten. Ja, beschädigt. Alle haben beschädigte Kleidung. Ich frage mich, warum niemand schneidert. Hier ist jede Menge Zeug zum Schneidern. Hier sind jede Menge Schneidertische. Keiner verwendet die. Ja. Markus hat sich auch ein bisschen linker Zeigefinger abgeschossen. Oh, das ist jetzt natürlich ungünstig. Wie geht's Carsten? Rechte Lunge zerstört. Das ist, glaube ich, schlimmer. Eieiei. Sonst noch irgendjemand? Nee, nur linke Hand, Kratznarbe. Okay. Ja. Okay. Achso, weil er den. Nicht weil er den Zeigefinger verloren hat, sondern weil er einen Telepathiekater hat. So, das ist jetzt überdacht hier. Innen, ja. Jetzt könnten wir hier noch einen Fußboden reinlegen. Wovon haben wir mal genug? Wir haben Granitblöcke. Verrücktes Wildschwein! Dieses Wildschwein ist verrückt. Dann stellen wir da mal auf Jagen. Und hoffen, dass es uns nichts kaputt trampelt hier. Und hier wollten wir einen Granitfußboden reintun. Granitfliesen. So. Fertig. So. Hungernde Kolonisten, warum Sissi? Achso, weil Sissi im Krankenhaus liegt. Beziehungsweise im Bett. Cross, Carsten und Constantia. So, wo kriegen wir jetzt eine Lunge für Carsten her? Nee, machen wir nicht. So, was macht das denn, dass die Lunge zerstört ist? Also, atmen 50%. Ist dabei. Können wir irgendwie bionische Ersatzkörperteile erfinden? Prothesen. Arm, Bein. Cochlea-Implantat, künstliches Herz. Ist irgendwie keine Lunge dabei. Spezialisierte Körperteile. Bohrarm, Feldhand. Wir brauchen eine Lunge. Wo kriegen wir eine Lunge her? Pumpe zum Entwässern. Medizinherstellung. Gift. Markus ist vollständig geheilt. Natürlich ist der Zeigefinger nicht nachgewachsen, aber
Ach je, das ist vollständig geheilt jetzt. 80% Bewusstsein, 80% Bewegen, 59% Arbeiten. Achso, und das Bewusstsein ist beeinträchtigt immer noch von dem psychischen Kater. Tja. Das ist ein bisschen blöd, dass unser bester Baumeister jetzt auf halber Kraft arbeitet und ist auch ein bisschen blöd, dass Carsten auf halber Kraft atmet. Müssen wir mal gucken, wenn vielleicht irgendwann ein medizinischer Händler da ist, vielleicht kriegt man eine Lunge von dem. So. Die inneren Holzwände können wir mal abreißen. Weil es nicht wirklich einen Grund gibt. Was ist das? Granit. Granit, sehr gut. Oh je. Schneidern, ja, Schneidern macht nicht wirklich jemand. Also noch wächst hier nichts. Wir müssen dann auch noch solche Wannen hier reinstellen. Ja, Henkins. Ich glaube, ich überspringe mal wieder, bis was passiert. Also, scheinbar hat es geholfen, dass wir die Priorität fürs Schneidern hochgestellt haben, weil Cross schneidet jetzt am laufenden Band Hosen hier. Hier haben wir eine exzellente Hose aus Stoff. Leider nur in 42%iger Qualität. Oh, eine Vorratskapsel. Agavenfrucht, ne? Okay, jetzt ausgerechnet dann, wenn wir mal genug zu essen haben, kommen ja Agaven vom Himmel gerechnet, aber ich will mich nicht beklagen. Süh. Dann läuft hier irgendwie die ganze Zeit noch ein. Also eben lief noch ein Bär hier rum. Und hat unsere Tiere bedroht, aber jetzt finde ich ihn nicht mehr. Hier ist es schon wieder rausgegangen, aber dass die Bären hier die Türen öffnen können, finde ich eine Frechheit. Oh! Glitzermedizin und Bauteile, warum liegen die hier denn? Die gehören reingetragen. Ja, der Fußboden ist auch schon ein bisschen weiter hier. Da wo die Türen ist, wollen wir auch mal Fußboden legen. Und hier kommen dann die hydroponischen Wannen hin. Brauchen wir Stahl und Bauteil für. Ich weiß gar nicht, ob wir Stahl haben. Aufgabe beendet. Nee, eine Hose. Sehr schön. Schlechte Hose, normale Hose. Normal, schlecht. Ach, das ist aus dem Sündgarn. Das ist aus Stoff. Normal. Warum sind die alle schon kaputt? Um Himmels Willen. 10%. Hose aus Alpaka-Wolle. Ah ja. Immer noch haben 4 Leute beschädigte Kleidung. So, wollen wir doch mal gucken. Ob wir da was ändern können. Aufgaben, Details.
nicht ausgesetzt. Erlaubte Stufe, ja. Kann ich nicht eingrenzen. Doch, kann ich. Soll nur Sachen mit 100 Trefferpunkten machen, so. So, das gilt hierfür auch. Ist ja Quatsch, ist das sonst zu machen. So. Guti. Und hier haben wir auch nicht drauf geachtet. So. Obwohl. Hier machen wir mal alles, was weniger ist. So. Nie ein Hemd, nie ein Parker. Okay. Na, der Fußboden ist fast fertig. Sehr schön. Okay, ich springe mal wieder vor, bis was Interessantes passiert. Super, das ist natürlich toll. Jetzt haben wir hier Sonneneruptionen. Das bedeutet, alle elektrischen Geräte haben aufgehört zu funktionieren. Und wahrscheinlich gehen die Pflanzen jetzt in unserer frischen, neuen, hydroponischen Farm ein. Ja, noch ist innen 18 Grad. Wenn es nicht allzu lange dauert, dann könnte es sein, dass die noch überleben. Aber was auch passiert ist hier, der ganze Kram taut auf. Jetzt sind wir schon bei 16 Grad Celsius. Ewig wird das nicht halten. Oh ja, und wir haben tatsächlich schon ein bisschen Kleidung fertig. Also wer jetzt noch beschädigte Kleidung anhat, ist selber schuld. Ja, exzellente Stammeskleidung aus Blaufell. Die schneidern weiter im Dunkeln. Wow, cool. Ah, die Sonneneruption ist vorbei und es ist nicht besonders viel verdorben bisher. Und die Temperatur 10 Grad, 9 Grad, 8 Grad, 7, 6, 5, 4. Die Nahrung ist sicher sehr gut. Und die Pflanzen sind gestorben. Oder? Naja, macht nichts. Hier bauen wir noch ein weiteres Kühlhaus, weil die Nahrung liegt hier dumm rum und keiner trägt sie rein, weil wahrscheinlich der Weg zu weit ist.
So, das könnte Markus nämlich alles gar nicht alleine bauen. Darum ist gut, dass wir hier Konstanz hier haben, die das übernimmt. Was? Ein Konzert? Markus veranstaltet ein Konzert. Jeder, der hingeht, wird sich entspannen und eine nachhaltige Verbesserung der Stimmung erfahren. Sowohl durch soziale Kontakte als auch durch die Musik selbst. Okay, bin gespannt. Okay, das ist die Art Musik, die man kennt von Markus. Okay, Bench ist tatsächlich diesmal dabei. Versteckt sich aber hinterm Vorhang. Sehr nett von Bench. Wahrscheinlich hat er Angst, dass wir ihm seine Lunge rausschneiden und die Karsten einpflanzen. Oh, toll. Bench hat sich einen Joint geholt. Okay, super. Constantia auch. Okay, und vorbei. Konzert ist beendet. So, ja, das ist meine Ernte. Inspirierte Operation Bench. Dank der guten Laune hat Bench eine Eingebung. Die Wahrscheinlichkeit, bei seiner nächsten Operation erfolgreich zu sein, ist doppelt so hoch. Trotzdem verbleibt eine kleine Chance zu versagen. Die Eingebung endet nach 8 Tagen oder wenn die Operation durchgeführt wurde. Ja, also, ne, das ist gut, dass Bench das hat, weil er selber kann sich die Lunge nicht rausnehmen und die Karsten einpflanzen. Aber lassen wir mal, ich halte da nichts von. Gucken wir mal, Medizin hat er auf Fähigkeit 3. Ich halte nichts davon, ihm Arztpflichten zu übertragen, wenn ich ganz ehrlich bin. Obwohl er das total gerne machen würde. Ja, also es wird weiter gepflanzt, aber ihr müsst den Scheiß auch mal reinbringen. Ah, ich sehe das Problem. Wir haben nicht besonders viel Lagerhaus mehr übrig hier. Obwohl hier ist noch Platz für Kleidung, oder? Ja, das ist Platz für Stoff, Platz für Kleidung ist nicht mehr allzu viel. Oh, das ist ja schon richtig schick geworden hier. Okay. Da wollte ich doch Sissi. Die Sissi kommt in das alte Bett hier. So. Und dann können wir nämlich das Zimmer hier leer räumen. Das Bett machen wir mal hierhin. Machen wir da ein kleines Schlafzimmer. Sehr kleines Schlafzimmer draus. Für den nächsten, der hier angetorkelt kommt. Obwohl. Licht brauchen wir weiterhin. So. Dann können wir hier nämlich einen Billardraum draus machen. Okay. Oh, Quest verfügbar. Fantastisches Gebäude. Graf Tiberius Persephos. Nee, Pesphos. Was ist Pesphos für ein Name? Graf Tiberius Pesphos Pesphos, der Fraktion Land der Ewigkeit, ersucht sich ein Denkmal zu errichten, um der Art zu gehen seines Neffen zu gedenken. Okay. Das Denkmal hat eine Größe von 9 mal 10 und benötigt folgende Ressourcen. Gesamtwert 506 Euro. Beliebige Ressource aus Metall, Holz, Stein. Beliebige Ressourcenblöcke aus Sandsteinblöcke. Okay. Haben wir sogar, oder? Wir haben Granit, ja. Ne, Sandsteinblöcke haben wir.
Also, wo ist die Quest? Quests hier. Nein! Ah! Okay, jetzt generieren wir den Planet gerade. Das wollte ich eigentlich nicht drücken. Aber es ist auch mal ganz interessant, das hier ist die Basis. Und hier sind dann so. Ich weiß nicht, ob ich schon mal in der Weltkarte war überhaupt. Aber hier könnte man jetzt auch noch rumreisen zum Hain des Hasses oder zum Waldland der Belohnung oder zum verstörenden Hain oder zum Schwarzen Ozean oder zu den Dolly-Hügeln. Erstickender Regenwald der Ehre. Okay. Aber hier wollte ich nicht hin, ich wollte zu den Quests. So, fantastisches Gebäude annehmen mit. Carsten Freibauer, Kerstin Freibauerin. Markus Pretor, der ist schon schlimm genug mit seinen. Ich denke mal, jetzt mache ich das mal. Ich habe noch gar keinen Titel. So. Gudi. Ach du Scheiße, ist das groß. So. Und das machen wir aus Sandstein. Hungert, ja, warum? Sissi hungert ständig und hat überhaupt gar keinen Grund dazu. Okay, platziere Sandsteinblöcke. Cool. Das bau da mal dran. So. Ach ja. Ihr müsst euch nicht wundern, dass das Licht hier aus ist. Das liegt daran, dass diese hydroponischen Sonnenlampen gehen nachts immer automatisch aus, um den natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus zu simulieren. Da wachsen Pflanzen scheinbar besser oder so, zumindest hier in diesem Spiel. So. Dann kriege ich vielleicht auch gleich ein Implantat, wa? Psychische Belastung, weiblich. Nee, Beruhigung. Deine weiblichen Kolonisten lächeln zufrieden. Eine weit entfernte Maschine des Glücks rührt sich. Sie projiziert über einen Orbitalverstärker ein psychisches Brummen an diesen Ort, auf einer Frequenz, die scheinbar nur das weibliche Geschlecht erfasst. Die Stimmung einiger Kolonisten wird sich über die nächsten Tage deutlich verbessern. Sehr gut. Ah, siehst du, ein paar Leute haben sich schon neue Kleidung geholt. Sehr gut. Ne, man sorgt langsam dafür, dass die Grundbedürfnisse hier alle gestillt werden. Haben wir hier noch Sandstein, Granit? Machen wir hier nochmal einen Granitboden. Fliesen aus Granit haben wir schon. Für unser neues Lager. So. Ja, und dann bei Gelegenheit, ah ja, hier sieht man jetzt die Pflanzen wachsen. Hier haben wir einmal Reis und einmal Erdbeeren. Das können wir hier, also die Lampe, ich habe den Raum extra so gebaut, dass der so groß ist, wie die Lampe reicht, so dass ich hier alles vollstellen kann, wie ich will. Oh, langsam werden die Leichen dann auch mal beerdigt. Das finde ich nett, dass sich da jemand drum kümmert. Oder Kerstin wirft die Leiche einfach auf den Müll, das geht natürlich auch. Pragmatisch. Ich meine, hier sind noch jede Menge Gräber übrig. Aber man kann sie auch hier einfach auf den Haufen werfen. Geht natürlich auch. Okay. Also, nee, da steht nichts davon, dass Kerstin Psychopathin ist oder so.
jetzt der Tierarzt, ja, da hilft da auch nicht viel. Warum begräbt denn keiner? Warum begräbt keiner die Leichen hier? Liegen die immer noch alle hier? Nee, doch. Ah, die liegen immer noch alle hier. Vielleicht sollten wir mal Ben schicken, die Leichen zu. Der ist doch so medizinisch. Yorkshire Terrier wurde zerfleischt. Ein Grizzlybär macht Jagd auf junge Yorkshire Terrier 2 und will ihn fressen. Du solltest ihn... Da ist der scheiß Grizzlybär. Weißt du was, Carsten? MG sollte es eigentlich kein Problem sein, oder? Scheiß Grizzly, der uns die Hunde wegfrisst hier. So, sehr schön. Yes. Sehr gut. Leider beide Lungen kaputt. aus Tieren kann man die eh nicht ausbauen. Das funktioniert nicht. So, sehr schön. Aber der Yorkshire Terrier, junger Yorkshire Terrier Nummer 2 wurde gerecht. So, und es wurde auch schon eine Leiche begraben. Ist das nicht großartig? Wo sind die Gräber? Hier. Nee, wurde es nicht. Ah nee, doch, hier. Das ist das Grab von dem Berater. Okay. Ah, und Bench macht weiter. Ja, sehr gut. Läuft hier. Kerstin schläft. Schicken wir Konstanzia, nee, die soll das Denkmal bauen. Schicken wir Cross, um den hier zu beerdigen. Ja, niemand ist wirklich begeistert, die Leichen durch die Gegend zu tragen. Bench ist zusammengebrochen und läuft traurig umher. Das geschah aufgrund von schlechter Laune. Der auslösende Faktor war sehr hungrig. Also jetzt ist Bench hier wieder hellblau. Ich weiß nicht, ob man das sieht, wenn ich das Video konvertiere. Ist es wahrscheinlich wieder weiß zu sehen. Aber das ist normal hellblau hier. Und das heißt, man kann ihm nicht sagen, was er machen soll. Er läuft jetzt dumm durch die Gegend und heult quasi, weil er sehr hungrig ist. Anstatt, dass er hier da, wo die ganze Nahrung liegt, reingeht und sich was zu essen holt, läuft er durch die Ställe. Und ja, trauert und kifft. Geht durch die Küche, wo gerade Essens... Ah, jetzt hat er sich ein... Kann man auch gucken, was er da ist, der Bench? Kann man das? Trägt leckere Mahlzeit, ach so. Zack, hat leckere Mahlzeit gegessen. Hoffentlich ist jetzt alles wieder okay für Benji. So, wir haben hier wieder, es kommt auch kein Schiff vorbei, dem wir was verkaufen könnten. Insofern haben wir jetzt so ein kleines Lagerungsproblem hier. Wie lösen wir das? Ah, sehr schön, da ist schon Platz für unser neues Billardzimmer. So. So.
Scheiße, schon wieder 40 Minuten. Ich glaube, das soll auch für heute dann wieder reichen. Es wird immer länger. Tut mir leid. Dann bis zum nächsten Mal.